Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecto-Wolle. Ich möchte mich, glaube ich, heute einfach mal gerne mal ein bisschen auskotzen. Ihr seht es schon im Titel, da steht einfach drin, spontanes Q&A von Empire Dragon oder keine Ahnung was, wie ich das auch immer nennen werde. Spontanes Trul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 
mitnehmen können, weil die zum Beispiel kein Discord oder sonst was haben. Aber wenn ihr es so spontan macht, dass nach über 10 Tagen es dafür noch keine Übersetzung gibt, dann ist es schon sehr spontan gewesen. Und dann ist es auch nicht wirklich schön gewesen, weil ihr halt einfach es so spontan gemacht habt, dass dann einfach niemand was davon mitbekommen hat. Und auch ja, darüber darf ich mich beschweren und darf sagen, das kotzt mich definitiv an. Natürlich könnt ihr auch sagen, ja, das ist jetzt so spontan gewesen, wir machen da kein neues mehr. Weil wir haben ja schon eins gemacht, dann ist das auch okay, dann dürft ihr das auch gerne tun, dann ist das auch eure Meinung. Und auf der anderen Seite kann ich einfach diesen Vorschlag machen, weil ich mich ja gerade schon ein bisschen salzig hier verhalte. Übrigens, sorry an dieser Stelle. Wenn ich gerade ein bisschen energischer rede, aber es wäre auch schön, oder es ist doch wirklich schön, es ist wünschenswert halt einfach auch, dass zum Beispiel auch die Community mitkommt, dass die Community mitbekommt, wenn ein Q&A einfach auch da ist. Ich denke mal, damit habe ich mich gut ausgedrückt innerhalb von mehreren Minuten, in denen ich einfach nur gemeckert habe. Aber ich finde es auch manchmal mal wichtig, einfach auch mal wirklich auch mal zu meckern, einfach mal sagen, hey, das klappt so einfach nicht. Natürlich, klar, wenn ihr meinetwegen gerne eure Schmiedeänderung irgendwie machen wollt oder sowas, dann, ja, let's do it. Wenn ihr damit sagt, hey, Ecto, spiel weniger, dann ist ja alles cool so. Aber wenn dann auch am selben Tag ein Q&A macht, was einfach niemand mitbekommt, ist noch nicht mal dafür irgendwie eine Zusammenfassung gibt, nach über 10 Tagen, weil das vielleicht sogar keiner mitbekommen hat, dann ist das echt schon ein bisschen bitter, ganz ehrlich. Dann ist das wirklich schon bitter. Und ich habe auch, glaube ich, habe bis jetzt noch niemanden mitbekommen, der von der deutschen Community, der irgendwie gesagt hat, ich war da auf jeden Fall dabei, ich habe mir das auf jeden Fall mit angehört oder sowas. So, mehr habe ich jetzt heute nicht mehr zu sagen. Ich finde manchmal so auch so ein Meckerteil ist auf jeden Fall auch mal geil. Vielleicht soll ich euch hinschreiben, das kotzt mich an. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Sagt hier der Ecto Wolle. Tschüss.